fit und gesund werden im neuen Jahr. Ein häufiger Neujahrsvorsatz. Doch von was hängt der Erfolg für höhere Fitness und bessere Gesundheit ab? Der Lyser Fitness Coach Filippo Larizza stellt in der Miniserie «Fit und gesund» die wichtigsten Faktoren vor. In der ersten Folge im Dezember hat er beim Sascha Blank den Gesundheitszustand gemessen und den Bewegungsapparat getestet. Nach diesen Grundlagenchecks geht es jetzt um einen ersten Erfolgsfaktor: Bewegung und Sport. Herzlich willkommen zur zweiten Sendung «Fit und gesund». Heute geht es um das Thema Bewegung und Sport. Wir sehen heute, wie man joggt richtig, auf was man muss schauen beim Joggen und vor allem auf das Ausdauertraining. Es muss nicht immer Joggen sein, es darf auch Nordisch Walking sein oder Alltagsbewegung. Nicht einfach nur auf den Lift nehmen im Alltag, sondern auch dort im Alltag Bewegung einzubauen, indem man auf den Zug läuft oder die Busstation früher aussteigt. Um effizient und gesundheitsfördernd zu laufen, muss man wissen, wie man richtig läuft. Als erstes werden aber die Laufziele von Sascha Blank und der Lyserin Nicole Löffel definiert. Was habt ihr euch vorgesehen, das wolltet ihr im März erreicht haben? Also ich will eigentlich vor allem mehr Muskelaufbau fördern. Eigentlich. Und Joggen ist auch ideal dafür. Für das Joggen tut man ja fast alle Muskeln kräftigen. Ja, das hätte ich gerne. Ein bisschen definierte, straffere Haut. Ich denke, als Mensch, ich gehe 5 km laufen. Das ist etwas. Am Stück. Ohne anzuhalten. Ja, das schaffe ich auch schon. Gut, jetzt habe ich näher wie. Ja, das ist gut. Das schon. Also für mich ist es so, momentan laufe ich 4-mal in der Woche, sicher 5 km. Und mein grosses Ziel ist eigentlich bis in Juni eben den Halbmarathon springen an den Bieler Lauftag. Dann wärst du einverstanden, das Ziel zu setzen, bis im März 15 km am Stück zu laufen? Ja, finde ich gut. Viel ist vielleicht so, dass man nicht genau weiss, wie weit ist überhaupt ein Kilometer. Ausser man hat jetzt vielleicht gerade eine Bahn oder irgendwie eine Strecke, wo man weiss, wie lang das ist. Darum würde ich ihm sagen, am ehesten oder am einfachsten ist, wenn man sagt, ich fahre mit 1/4 Stunde, mit 20 Minuten, steigere es auf 1/2 Stunde und das wirklich mit vor der Zeit her eigentlich probiert, so ein bisschen zu steigern. Jetzt übernimmt die Iron Lady Tamara Larizza die Trainingsleitung. Denn wenn jemand weiss, wie man richtig läuft, dann sicher jemand wie sie, wo bereits mehrere Top-10-Klassierungen an Ironman-Wettkämpfen im In- und Ausland geschafft hat und 2013 an Ironman-Weltmeisterschaft in Hawaii den 42. Rang ersprungen hat. Wir machen jetzt mal ein Lauf-ABC, das ist ein Laufschuh, damit man von Anfang an eigentlich den richtigen Lauf trainiert und nicht irgendwie sich Fehler aneignet, wo man nachher plötzlich die Schwierigkeit hat, die wieder wegzubekommen. Darum machen wir jetzt ein bisschen Übungen, ein bisschen Technikübungen, um zu schauen, dass man mit den Armen und mit den Beinen, dass das gegenüber zusammen stimmt und gut läuft. Und gleichzeitig tun wir uns noch ein bisschen einwärmen. So. Für Nicole Löffel, die noch wenig Lauferfahrung hat, bietet die Einführung eine grosse Chance. Ja, damit ich mehr Kondition bekomme. Und für die Ausdauer einfach. Ja. Ich habe wieder angefangen vor 1,5 Jahren, wo ich gemerkt habe, ich muss irgendetwas machen. Und jetzt ist eigentlich eine gute Sache. Wenn man wieder drinnen ist, macht es auch Spass. Und auch wenn man die ersten Ergebnisse hat, ja, ist man eigentlich auch happy. Der Sascha Blank säckelt seit einem halben Jahr regelmässig. Seine Erwartung an das Lauf-ABC ist klar. Ja, das gleiche wie das Schul-ABC. Ich denke, wir lernen heute, wie richtig laufen. Ich denke, das geht ein bisschen auf den Laufstil, auf die Schnaufe, so daher. Auf das vermuten. Grundsätzlich ist mal, dass man sich bewegt und dann alles andere kann man zusätzlich lernen. Also man kann natürlich mit der Technik schon viel ausmachen, also schon nur für die Geschwindigkeit, oder? Wenn man die Arme schön am Körper nah hat und nicht irgendwie da aussen fächert. Oder auch mit den Beinen, oder wie man aufsetzt auf dem Fuß, zum Beispiel gelenkschonender läuft. Und das ist natürlich alles, was auch mit der Technik zu tun hat. Die richtige Haltung und Lauftechnik erlaubt dir auch einen schnelleren Lauf. Ein aufrechter Gang wirkt sich auch positiv auf das Schnaufen aus. Hier sieht die Expertin beim Sascha Blank noch Verbesserungspotenzial. Bei ihm denke ich, ist es dass er die Körperhaltung, dass er eher so aufrechter schaut. Er hat so ein bisschen, vor allem eben mit dem Schauen, was die Füße machen, hat er da ein bisschen auf den Boden geschaut, so ein bisschen zu da. Und dort die Arme, er läuft eher wie ein Schüttler.
Also dass es schaut, aufrechter zu sein und auch die Arme wirklich schön am Körper nachzugehen und nicht, dass es anfängt auf schwanken. Das ist, glaube ich, das, wo dann ein bisschen Mensch darauf schauen muss. Bei Nico Löffel erkennt Tamara Larizza andere Probleme. Sie hat so ein bisschen, auch vom Kampfsport, den sie macht, so ein bisschen die Kicks, oder? Immer das Seitwärts. Und das braucht man eigentlich beim Joggen nicht, dass da der Oberkörper so dreht. Der bleibt eigentlich wirklich fix. Und Koordination war auch lustig, dass sie im Moment noch ein bisschen Mühe hatte mit der Koordination, aber das hat sicher auch damit zu tun, dass sie Schläge und Kicken macht in ihrem Kampfsport, und natürlich beim Joggen da nicht seitwärts muss, ausgeholt werden muss. So. Aber das wird sie sicher auch herbekommen, das soll kein Problem sein. Eine kontrollierte Atmung und der Lauf zu einem konstanten Puls gehören ebenfalls zu den Techniken, die zu einem erfolgreichen Training gehören. Beim Trainingsaufbau ist es wichtig, dass die Laufziele, die man sich gesteckt hat, erreichbar sind. Wenn man jetzt ganz von Anfang an anfängt und noch nie ist, joggen, dann ist es vielleicht schon so, dass man vielleicht nur 5 Minuten kann. Dann läuft man halt vielleicht 5 Minuten und probiert noch mal 5 Minuten. Aber wenn man nachher so eine Viertelstunde am Stück hat, wäre es schon das Ziel, dass man da durchjoggt und nicht nachher zwischendrin noch läuft. Neben diesen persönlichen Faktoren gibt es auch äußere Umstände, die den Erfolg des Lauftrainings beeinflussen. So zum Beispiel die richtige Kleidung, wo man sich gut drinnen fühlt, schweiss- und atmungsaktiv ist. Besonders Augenmerk gilt hier vor allem am Schuhen. Also ich würde es nicht empfehlen mit Sandalen oder Wanderschuhen. Wichtig ist, dass man wirklich einen guten Laufschuh hat. Die Füße sind natürlich von Person zu Person verschieden, aber da wäre zum Beispiel der Martin, der orthopädisch ist, der sagen könnte, was für einen Laufschuh das gut ist. Es gibt da verschiedene, es gibt gestützte, die wirklich einfach für den Fuß so ein bisschen zu unterstützen sind. Und da ist es wirklich wichtig, einen guten Laufschuh zu haben, wo man vor allem wohl drinnen ist. Also beim Laufen, beim Sport ist der Schuh sicher ein zentrales Thema. Er bildet der Übergang vom Läufer zum Untergrund. Und wenn der Übergang der nicht stimmt oder Fehlimpulse gibt, ist die Gefahr, dass man Verletzungen hat und einfach sein Hobby nicht wirklich so ausführen kann, wie man sich das wünscht. Es gibt im Schuhbereich verschiedene Leistenformen. Wir haben hier als erste so ein bisschen die runde Form. Die Bogniform, das ist eher so für die ambitionierten Läufer, die eher schnell unterwegs sind, eher so Vorfuß, Mittelfuß lastig. Dann haben wir so nur die Lichtbogniform, eher die für die Alltagsläufer, die so normal unterwegs sind. Und dann noch die gerade Form, die eher für die Überpronierer da ist, ein schwergewichtige Leute, die man einfach von Achse her ein bisschen mehr unterstützen muss. Die meisten Leute können mit Neutralschuhen laufen, empfiehlt der Experte. Nur bei grösseren Fehlstellungen sind die gestützten Schuhe sinnvoll. Ich habe so ein Beispiel hier, wo einfach da ein bisschen leichte Unterstützung haben. Und dann gibt es dann noch die gestützten Schuhe, die dann wirklich hier auch breiter sind, dass wenn der Fuß wirklich stark abkippt, dass man immer noch mit der Achse auf der Plantigraden ist. Barfußschuhe und andere Spezialitäten empfiehlt der Profi nur den routinierten Läufer. Wichtig ist es, den Schuh regelmässig abzuwechseln. Der richtige Schuh für den richtigen Fuß. Bei der Laufganganalyse zeigt sich das. Wir haben hier Lorenza. Sie würde uns mal heute ein bisschen zeigen, wie das jemand vor sich gehen könnte. Jetzt bei so einer Laufanalyse schaut man mal von der Statik her, stimmt das? Sind die Knie stabil? Ist der Rumpf stabil? Und auch ist eine Überpronation da oder eine Supination, also das heisst gegen raus. O-Bein also oder X-Bein? Genau, jawohl. Und manchmal muss man auch zuerst oben im Rumpf anfangen. Und dann haben wir dort Therapeuten oder die Sportmedizin, die mit Knien und so Sachen, was Sinn macht, das abzuklären. Und hier messen wir vor allem, wie sind die Drücke, die hier auf den Fuß wirken. Das Gleiche macht man dann noch barfuß, dass man einen Vergleich mit Schuhen ohne Schuhe hat. Jetzt, bei Lorenza sieht man,
zum Beispiel gut, dass sie mit dem rechten Knöchel mehr nach innen rotiert. Also sie tut dort ein bisschen pronieren. Das Knie ist auch nicht ganz stabil dort hier. Und das sind eher so Sachen, die ein Auslöser auch für eine Verletzung sein können. Und dort ist es wichtig, dass man den passenden Schuh hat oder allenfalls auch noch eine Unterstützung. Aber manchmal reicht schon, den Schuh einfach richtig zu schnüren. Beim Schuhbinden gibt es so verschiedene Kniffe, wo man noch ein bisschen das Ganze feinjustieren kann. Es gibt viele Leute, die ein bisschen mit dem Rist ein Problem haben, dass sie dort zu viel Druck haben oder dort zu wenig Halt haben. Und dann kann man eigentlich mit dem Schmetterling. Die meisten Laufschuhe haben da hinten dran noch ein Loch, das man einfahren kann. Und dann kann man da, indem man hier fährt, da noch richtig Zug geben, dass der Fuß so richtig schön sitzt und stabilisiert ist im Schuh. Der Rückfuß ist beim Laufen eigentlich sehr, sehr wichtig, dass der gut geführt wird. Im Weiteren gibt es auch noch so elastische Bändle. Wenn man zum Beispiel mit dem Rist einen Risthöcker hat, der nicht gerne Druck hat, geben die näher nach. Oder wenn bei längeren Läufen, zum Beispiel bei Marathon und so weiter, läuft ja der Fuß ein bisschen auf, dann geben die noch ein bisschen nach. Wenn Schuhe und Lauftechnik stimmen, dann steht an einem erfolgreichen Training nicht mehr im Weg. Und darum ist Tamara Larizza überzeugt, dass Nicole und Sascha ihre Ziele erreichen. Also ich habe das wirklich sehr realistisch, weil der Sascha geht ja schon regelmässig joggen. Und so wie ich gehört habe, hat er glaube ich schon 10 Kilometer oder irgendwie, bringt er schon, kann er ein Stück laufen. Und diese 5 Kilometer mehr bringt er sicher her. Und er sieht auch motiviert aus und ich glaube, er hat Spass daran. Und das wird er auf jeden Fall erreichen. Und bei Nicole 5 Kilometer, denke ich, das sollte auch kein Problem sein. Bei ihr ist es auch, glaube ich, noch ein bisschen so, dass sie Mühe hat mit dem Schnaufen zum Teil. Aber wenn sie regelmässig geht und dann in einen gewissen Rhythmus kommt, ist das auf jeden Fall zu schaffen. Und motiviert scheint sie ja so zu sein. Also möglich ist ganz sicher. Und wenn ich jetzt immer nach dies nach 1 Kilometer mache, 2 und dann 3, 4, wenn mich so steigern, geht das ganz sicher. So für am Anfang versuche ich, diese 20 Minuten mal zu joggen, damit ich mich etwas mehr daran gewöhne, dass ich reinkomme. Also für mich ist es so, dass ich probiere, meine Laufzeiten beizubehalten. Plus einmal vielleicht 10 km Lauf zu machen pro Woche. So, dass man die 15 km eigentlich noch bis nach angreifen kann. Der Tipp von Filippo Larizza für diese Sendung: Tu dich bewegen und lehre deinem Körper, Fett zu verbrennen. Kleine Frage. Hast du schon mal so ein richtig festes Eichhörnchen gesehen? Ich habe noch nie eins gesehen. Was ist das den ganzen Tag? Nüsse. Und was sind Nüsse enthalten? Rund 60-70% Fett. Also, das sollte ja eigentlich recht übergewichtig sein. Das Eichhörnchen bewegt sich den ganzen Tag und vermehrt die Kraftwerke hier. Das Zweite, zwischen ihnen muss es richtig Gas geben, richtig schnell gehen. Das heisst, dass sie die Intervalle, die raufkommen, komplett wieder erholen, wieder raufkommen, wieder runterkommen. Und das machen sie etwa 5-6 Mal. Aber hier rede ich davon, vor einer halben Minute richtig ausser Atem zu kommen. Das erweitert euren Herzkreislauf und eure Lungenfunktion wird stärker. Das heisst, ihr arbeitet mehr Sauerstoff einzubringen und ihr arbeitet auch mehr Blut in die Zellen einzubringen. Durch das verstoffwechseln wir hier mehr Fett. Die haben also gesehen, das Eichhörnchen bewegt sich recht viel und isst recht viel Fett. Und für euch vielleicht auch mitzugeben, esst nicht nur Nüsse, die im Toffifee oder die im Ragusa, sondern esst auch die reinen Nüsse. Das ist wichtig und die reinen Nüsse, die dürfen euch schlussendlich eure Gesundheit unterstützen. Wir haben gesehen, wie heute das Ausdauertraining absolviert werden soll. Also versucht mich im Alltag viel zu bewegen und setzt es um. Und bleibt nachhaltig dran. Das ist wichtig. Das nächste Mal geht es um das Thema Ernährung, wo wir mit dem Reinhold Karl kochen gehen.
und mit mir gehen sie zusammen einkaufen. Also das nächste Mal seht ihr, was ihr einkaufen müsst und wie ihr es zubereiten müsst.